Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir haben im letzten Mal angefangen, den Rahmen hier so ein bisschen auszubauen, nicht wahr? Es war spaßig. Wir haben den Blutmond gerissen und jetzt fehlt mir Holz. Gott sei Dank sind wir hier im Wald. Da kann man mal ein bisschen abholzen. Zack. Natürlich müssen wir auf lange Sicht auch mal wieder ein paar Bäume anpflanzen. Aber es tut der Performance ganz gut, wenn die mal ein bisschen weichen. So. Zack. Hier auch nochmal. Warum bin ich überlastet? Ach, hier Gras. Sowas braucht keiner. Oder Lappen. Das ist ein Unsinn. Was braucht keiner? Zack. Hier kommt auch noch mal weg. Jetzt haben wir zumindest erstmal für, wenn ich das unten jetzt richtig sehe, 27, 28, 29, 30. Das Schöne ist, das Aufrüsten kostet immer 10er Schritte. So, den Totenbaum nehmen wir da noch mit. Hallo. Hinten ist ja eine Zombie. Ich würde aber gerne auf Looten ein bisschen gehen, dass wir uns die Städte genauer angucken können. Da kriegt man bestimmt guten Stuff bei raus. Eigentlich gibt es gefühlt so fünf Sachen, auf die ich leveln würde. Gern, aber das wird so nicht ganz machbar sein. Na? Zack. Weg war er. Vielleicht wäre auch Jagdgewehr wirklich mal eine schöne Sache, auf die wir leveln könnten. Weil Jagdgewehr klingt für mich halt wirklich nach Präzisionsgewehr. Aber erstmal gehen wir auf Looten. Ich denke, das Ding hier wird zum nächsten Blutmond schon fertig sein. Ich frage mich dann wirklich nur, wie weit das Ding funktionuckeln wird. Das ist ja immer so ein bisschen die Kunst. Auch nochmal, da auch nochmal. Zack. Hier, da. Okay, den Teil haben wir schon mal. Jetzt kommt noch unser kleiner Bergfried hier. Hier möchte ich auch echt schön ausgebaut wissen, weil das unsere letzte Verteidigungsstätte wird. Ach ja, herrlich. Ich überlege, ob wir denn hier oben so einen Steg lang machen. Das Sinn macht. Oder eher nicht so. Also Sinn macht's bestimmt. Inwieweit lohnt es sich, ist die Frage. Erstmal hier weiter draufkloppen. So, Boden. Hier Außenrahmenform. Ach ja. Ich überlege auch, ob wir Beete hierher verlagern sollten. Ob Beete eine sinnvolle Sache wäre.
Fragen über Fragen und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf. Aber brauche ich auch nicht, weil ich kloppe hier erstmal auf den Haufen Stein. Das ist so meine Tagesbeschäftigung. Und was machen Sie so den ganzen Tag? Ach, ich kloppe auf Stein. Das ist ganz lustig. Aber überleg mal, wenn ich jetzt hier außenrum jeweils noch ein bisschen Essen mache, so gebackene Kartoffeln oder so, wäre doch eigentlich ganz cool. Ob es ausreicht, ist halt die Frage. Ach, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Dann nehme ich das hier vorne auch noch weg. Oder ziehe ich den ganzen Wall noch ein Stück nach vorne? Der kommt erstmal dahin. Der kommt hier hin. Denn hier möchte ich ja meine Geschütztürme gerne haben. So. Zack. Zack. Ich glaube, das kleine Ding wird ein Tucken besser als das neumoderne. Ach man, ich bin noch ein Trottel. Wollte doch hier gerade noch erweitern. Hab ich doch gerade eben erzählt. Ach Stan. Jetzt muss ich hier wieder abbauen. Stan. Du bist überlastet. Habe ich auch mitbekommen? Dankeschön. Die kann aber auch manchmal hilfreiche Tipps geben. Gerade so für den Alltag. Also ich wiege mich natürlich gerade ein bisschen in guter Laune. Blutmond vorbei. Wir haben noch Munition übrig. Das kann aber auch ganz gefährlich nach hinten losgehen. Das kommt erstmal hier hin. Das ist klar. Das Tor kommt da ganz normal rein. Wir werden das bauen wie in der anderen Hütte. Zack, zack. Zack. Auch noch mal. Ich denke, dann werden wir wirklich mal so ein Steg hier rüber bauen zum Bergfried. Bergfried ist für alle da. So. Und was ich vorhabe, ist hier vielleicht noch so einen Steg zu bauen und dann halt einen Graben drumherum ziehen. Das wäre, glaube ich, bei dem anderen ein bisschen schwierig. Vielleicht nicht unmöglich, aber doch sehr schwierig. So. Genau, hier kommt das Tor rein. Dann brauchen wir demnächst ganz viel Zement. Um hier zumindest die Außenwand abzugraden. Denn ich brauche hier ein wirklich sehr stabiles kleines Etwas. Zack, zack und zack. Ich nenne es liebevoll Helmsklamm. Hm.
Also ich finde, Burggräben sind ja auch eine schöne Sache. Im Mittelalter haben die wunderbar funktioniert und ich würde sagen, das ziehen wir hier auch so konsequent durch. Da sehe ich eigentlich keine Probleme. Zack. So, dann kommt. Hab ich schon wieder Durst? Warum habe ich denn neuerdings so viel Durst? Benutzen. Essen wir hier einmal noch Bacon. Können sich aber auch wirklich lüdig haben in dem Game. Wir haben 64 Schrotflintenmunition. Wenn ich so eine automatische Schrotflinte hätte, ne, das wäre ideal. Aber leider habe ich keine automatische Schrotflinte. Was ich übrigens sehr traurig finde und ich finde auch, wir sollten darüber mal nachdenken, warum ich keine automatische Schrotflinte habe. Zack. Hier auch nochmal. So. Dann gucken wir, dass wir hier ab. Ach, ich hab keinen Stein mehr. Oh, diese Tragik. Hier kommt das hin, das, 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 das und das. So. Dann kommt hier eine Treppe nach oben. Oder wir nehmen eine Leiter. Ich glaube Leiter, aber Leiter. Treppe, Leiter, ach, ich weiß nicht. Zack. Einen müssen wir noch. Zack, hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier und ein, aus, böse, da. So, dann kommt das hier hin. Dahin. Aber wieso eigentlich? Können wir ja eigentlich lassen. Oder? Ich meine, wenn ich jetzt. Wir machen hier mal R. Wir nehmen hier halbe Teile, ne? Sekunde. Yep. Aha. Ja. So in etwa. Wenn wir das so machen, kann ich hier oben meinen Schlafsack hinsetzen. Das sollte passen. Dann geht es hier nämlich lang. Dann ist hier oben so unsere letzte Verteidigungsfrontlinie. Jetzt hier raus. Oh, ich habe keine Rahmen vor mir und ich habe vergessen, die Leitern zu setzen. Sind aber auch ein bisschen doof, ne? Zack, zack. Zack und zack. Zack und zack. Hier auch ein bisschen Licht drin haben.
Ja gut, ist gar nicht so verkehrt, was ich hier gerade versuche. Hier oben eine Leiter hin. Ich denke, das könnte funktionieren. Mit ein bisschen Glück. Und das Glück ist immer mit den Dummen. Habe ich mal gehört. Genau. Ja, machen wir so. Komm hier, der noch abgegradet. Zack, zack, zack. Müssen wir wieder mal ein bisschen Dings herstellen. Holz und so. Ich überlege gerade. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unsinnig. Nee, das lassen wir so. Das passt schon. Im schlimmsten Fall müssen wir es später nochmal abändern. Aber das sollte jetzt nicht die Welt kosten. Zack. Hier die Türrahmen noch fertig gebaut. Guck doch mal, wie schön das schaut. Müssen wir hier noch die verstärkten Fenster nachher reinzimmern? Wie kam ich denn auf Panzer? Panzerglas? Ich gehe mal Glas ein. Scheibe. Hier, kugelsicheres Glas. Da brauche ich eine Menge Sand für. Okay. Ich finde schade, dass nicht dazu steht, was die Eigenschaften von dem Glas sind. Aber vielleicht muss man das einfach selbst entdecken. Vielleicht wollen die Entwickler, dass das so funktioniert. Komm, von denen setzen wir hier einfach mal ein paar hin. Wird schon nicht schaden. Dachte er sich und lag sowas von falsch. 10 Minuten später bereute er es zutiefst. Und dann können wir eigentlich mal wieder eine kleine Loot-Tour in der nächsten Folge machen. Ach ja, und dann haben wir hoffentlich auch genug Kram zusammen, um ein bisschen was Schönes zu basteln. Ich meine, wir haben so einen schönen, freshen neuen Bogen. Sind ja auch nicht verkehrt. Juhu! Zack. Warum singe ich denn heute so viel? Ich bin sonst nicht so der Gesangskünstler. Bestimmt ist das die Freude über mein Bauwerk. Das wird es sein. Zack. Natürlich werden wir oben auch noch mal so einen Laufsteg langsetzen, weil Laufstege sind cool. Wir alle lieben Laufstege. Richtig. Richtig.
Frage ist, bauen wir das? Ich brauche ja nochmal Rahmenformen. Machen wir einfach mal so viel wie geht. 205, das ist okay. In der Zeit kann ich nämlich nochmal ein bisschen Holz hacken. Lecker. Ich brauche eigentlich das elektrische Werkzeug. Mit dem elektrischen Werkzeug wäre ich eigentlich bestimmt schon längst fertig. Aber man kann halt auch nicht alles im Leben haben, ne? Leider. Ich meine, wir müssen die Zäune noch drumherum ziehen. Wir müssen. Oh, da liegt Müll. Ständig laden die Leute ihren Müll irgendwo im Wald ab. Selbst in der Apokalypse. Schlimm. Kann ich nicht verstehen, diese Leute. Nee, theoretisch müsste das tatsächlich so klappen, wie ich mir das gerade vorstelle. Zumindest mit dem Laufsteg. Wir brauchen die Zäune drumherum, wir brauchen oben den Laufsteg und wir brauchen allgemein die Ausbesserung für den Boden, dass da alles eben ist. So. Also das Ding wird lediglich zum Überleben benutzt. Das andere ist unsere Alltagsgeschichte. Da können wir halt ein bisschen farmen und so. Wobei ich fast überlege, ob das nicht Sinn macht, hier tatsächlich komplett Überlebensmodus reinzuhauen. Machen wir hier nochmal 266 Rahmenformen. Ist halt viel, was wir bauen wollen, ne? Und wir setzen hier nochmal ein paar Bäumchen. Ein leeres Vogelnest. Hier drüben auch nochmal. Ein nicht ganz so leeres Vogelnest, das ist auch schön. So. Hinten davon noch ein paar. Ich meine, warum denn nicht, ne? Wir haben es ja. Wir können es ja. So, zack. Zack. Sie sind ein schöner Baum. Die möchte ich eigentlich leiden sehen. Okay, die Rahmenformen brauchen noch eine Minute. Vielleicht können wir so lange ein bisschen Stein abfarmen. Da war ja drumherum so ein bisschen was, ne? Hat so bei der Blutbase. Habe ich da eigentlich so viele Vogelnester ignoriert? Was ist los mit mir? Das klingt doch gar nicht nach mir. Das macht mich ein bisschen traurig und betroffen. Wir brauchen Stein, weil Stein ist fein. Und ich hätte gern einen Burggraben. Zack, zack. Die da drüben noch. Zack. Den Burggraben würde ich auch gerne so Fallen reinsetzen, ne? Es ist klar, weil ich habe ja sonst keine Hobbys. Level up. Jetzt kann ich auf Loot gehen. Guck mal. Du scheinst damit gesegnet worden zu sein, überall großartige Beute zu finden. Erhöht den Beutebonus um 20%, du plünderst 60% schneller. Wir sind so der Lootfinger.
Du glücklicher Sammler, deine Glückssträhne kann nichts mehr aufhalten. Erhöht den Beutebonus um 25%. Ich Level 7. Brauche ich 4 Punkte für. Ich denke, das reicht erstmal. So das einfache Farmen. Den hier nehmen wir noch mit. Das Schöne ist, für die kleine Base brauchen wir jetzt nicht ganz so viele Holzrahmen. Nicht Holzrahmen, diese Holzpfähle, um die zu verteidigen. Also je kleiner, desto besser. Wir haben weniger Terrain, was wir abgraben müssen. Natürlich haben wir auch mehr Zombies auf kleine Fläche. Aber vielleicht können wir einfach ein bisschen mit Fallen und Graben pausieren gehen, dass wir da ein bisschen ausbessern können. Ich weiß es noch nicht genau. Wir müssen mal schauen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind ja nicht doof, wir sind talentiert. Wir sind jung, talentiert und dynamisch. Was für ein Ding? Pflasterstein brauchen wir auch noch. Das liegt aber daran, dass wir so wenig Lehm gerade dabei haben. So, R. Wie in rhythmische Musik. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich denke mal, wir nehmen uns. Weiß es nicht, wirklich? Was bist du? 0,25 Würfel. Das klingt nach Spaß. Den kann ich doch auch bestimmt so setzen, dass der da oben Sinn macht. Ich liebe das Spiel. Ja, komm, so, genau. Genau so und nicht anders. Zack, weil da kommt erstmal keiner großartig ran. So zum Verhauen. Und dann können wir da nämlich den Zaun dran setzen. Zack, 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 zack. Jawohl. Schau doch mal einer an. Ist dies nicht ein bildschönes Etwas? Ich finde das großartig. Ich überlege mal, wie ich das da oben jetzt noch weitermache. Es ist mir alles noch ein bisschen. Ein bisschen schwammig. Auch hier, vielleicht wäre da so halbe Blöcke angebrachter gewesen. Einfach weil man mehr sieht, ne? Ach, das sind jetzt auch so Kleinigkeiten, wo ich sage, muss man da jetzt drüber nachdenken? Können wir eigentlich mal so einfach so stehen lassen? Hier Boden muss noch verstärkt werden. Aber wir holen erstmal unser Werkzeug. Und dann könnten wir mal wieder ein bisschen farmen. Außerdem ist der Tag schon echt lang und die Folge gleich vorbei. Fiese Kombi. Auf in unsere Festung des Bösen hier. Und hier können wir uns dann so richtig dem Anbauen und so verschreiben. Ne? Also was so Pflanzen und Nahrung angeht. Hier haben wir genügend Platz. Ich denke mal, als zweite Base ist es nicht verkehrt. Wenn jetzt die andere völlig im Argen ist, kann man hier immer noch mal ein bisschen hantieren. Guck mal, da haben wir Lehm und da haben wir Stein. Das ist ja schon mal schön. Und wir haben das hier. Das ist auch geil. So. Waffen.
würde ich das Gewehr tatsächlich erstmal wieder rauspacken. Ist nice, gebe ich zu. Aber es rettet mir jetzt vielleicht nicht unbedingt den Arsch, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Wir haben die Schaufel. Wir haben die Zwinge. Das kommt nach hier. Getränk kommt dahin. Rahmenform kommt hierhin. Essen kommt dahin. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder benutzen. Zack. Das kann raus. Das will keiner. Niemand will das. Niemand. Das wäre für unten eine Option. Hier Holz nehmen wir mal noch mit. Badum-pam-pam-pam-pam. Ihr Essen würde ich tatsächlich hier lassen. Hier diese Notrationen. Die sind ganz nett und so. Ja, klar, aber sie werden den Kohl nicht fett machen. Ach ja. Immer diese Aufregung. Hier das Messer nehmen wir noch mit. Und den Hammer. Weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Ja, genug der lustigen Worte. Was haben wir da? Okay, das passt. Hier haben wir jetzt auch nichts unmittelbar Brauchbares mehr. Hier halt auch nicht. Ja, was soll's? Würde ich sagen, an der Stelle, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Und sagt mal einfach, was ihr vielleicht von dem Bunker haltet. Gerne auch in die Kommentare. Würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Oder einfach mal für einen kleinen Kommentar. Jetzt malt sich die Masche auch noch ab. Ach, schlimm. Tief kann man eigentlich sinken. Und ja, dann bleibt mir jetzt einfach nichts weiter zu sagen als. Lasst euch nicht fressen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.